Im heutigen Rezeptvideo stelle ich eine weitere Zubereitungsmethode für den Shiitake vor. Für dieses Rezept benötigt man einen Esslöffel gehackten Salbei, eine Knoblauchzehe, Salz, Pfeffer, eine Prise Zucker, Olivenöl, Butter, einen Schuss Weißwein, 200 Gramm Shiitake-Pilze, 200 Gramm Bandnudeln, 4 Scheiben Speck und 20 Gramm geriebenen Parmesankäse. Knoblauch und Speck zerkleinern. Das Nudelwasser zum Kochen bringen und die Nudeln hinzugeben. Den Speck bei hoher Hitze mit wenig Öl eine Minute lang scharf anbraten. Danach auf mittlere Hitze reduzieren, Butter, Olivenöl und die Pilze hinzugeben. 7 bis 8 Minuten lang anbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen und den Knoblauch eine Minute lang anbraten. Den Weißwein und den Zucker hinzugeben. Mit Salbei würzen und bei Bedarf zusätzliches Öl oder Butter in die Pfanne geben. Die Nudeln mit einer kleinen Menge Kochwasser in eine Schüssel geben und den Parmesankäse hinzugeben. Den geschmolzenen Käse gleichmäßig verteilen und die Pilze mit den Nudeln vermengen.